Ja, und auch keine, direkt weiter geht's, liebe Leute. Danke fürs Reinschalten wieder auf YouTube. Moin, moin. Letzte Folge aus dem Fett Super Sunday im LS19. Circa 4 Wochen noch bis LS22. Ich sag danke fürs Reinschalten und moin, moin, neue Zuschauer. Auch da vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Heute geht's ans Häckseln und damit ihr nochmal seht, wie ich gerne häckseln möchte, zeige ich euch nochmal ein kleines Vorschauvideo aus dem letzten Drohnenvideo von mir, was ich gestern Abend auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht habe. Wenn ihr die Folge jetzt auf YouTube seht, ist es schon wieder ein paar Tage her, ne? Aber da sonst gerne nochmal reinschalten, denn wisst ihr, wo die Reise ungefähr hingehen soll eigentlich. Das ist noch das Intro, das meine ich jetzt noch nicht, aber gleich, wenn es ins Video geht. Einige haben es jetzt schon 2-mal gesehen heute oder vielleicht sogar 3-mal, wenn sie es schon auf YouTube angesehen haben, dann sage ich danke. Und wenn ihr euch das noch auf YouTube anguckt, lasst gerne ein Like da und einen Kommentar. Hilft weiter, danke euch. So, sowas möchte ich auch machen. Ich habe leider keinen Anhänger, der das so könnte, ohne dass er direkt auskippt, ne? Deswegen nehmen wir den Sutermaker oder wie er heißt. Ich weiß gar nicht genau, wie der sich schimpft. Den können wir zumindest ein bisschen ankippen. Und werden wir auch mal gleich albern versuchen, hinter dem Häcksler hinterher zu fahren. Mit gekippt im Rückwärts-Mode. Mal gucken. Kann natürlich eigentlich nur schief gehen. Vor allen Dingen nehme ich jetzt nicht unbedingt das wendigste Trecker-Modell, ne? An der Borger. Und das Problem ist halt, sobald er das so macht, haut er ziemlich doll seine Füße runter, ne? Ja, ich glaube, das kann ich gar nicht ändern. Kann ich den vorne irgendwie höher switchen? Vom Anhänger. Er hatte mir doch mal gesagt, letztens, dass man das irgendwie höher machen kann, ne? Wie war das? Oder war das nur bei dem einen Anhänger? Nee. War, glaube ich... So, guck mal. Weil so komme ich gar nicht auf den Boden. Ah. Haha, freu. So, genug von dem Video. Wenn ihr es ganz sehen wollt, schaut euch das gerne auf meinem YouTube-Kanal an. Danke dafür. Warte, wo ist es denn? Da ist Werk. So, jetzt seht ihr das. Kurz vor Weihnachten. Ja, also es wird ein Monat, 2 Monate, ich weiß nicht genau. Kann länger dauern. Ich weiß nicht. Im besten Falle geht es schneller. Nee, stimmt schon. Ich habe schon gefunden. Alles gut. Linke Maustaste oder rechte Maustaste gedrückt halten. Hilft. Ich habe einige Felder zusammengelegt. Aber zwischen 18, doch genau, 18 und 52 plus 17 habe ich zu einem großen Feld gemacht, genau. So, Maishäckseln kann beginnen hier in meinem Spielstand. Glücklicherweise schon Mitte des Sommers. Wir haben irgendwie Gen-Mais. Da kann man früher häckseln. Ja, dank Seasons und so weiter kann man ja mal schon im Grünwachstumsstatus häckseln. Der Ertrag ist auf jeden Fall sehr gut. Dreschen kann man es natürlich noch nicht. Wenn man jetzt Körnermais mäßig, da wird man noch nichts. Aber weghäckseln kann man das Ganze schon. Und wir haben sehr, sehr viele große Maisfelder hier noch. Und da wir nur noch begrenzte Spielzeit haben bis LS22, heißt es ab in den Mais. Das alles mal gucken, ob das alles ins kleine Fahrsilo geht. Ich glaube, es wird schon knapp mit dem Feld. Mal gucken. Passt doch mit dem Klaas Häcksler, ne? Es ist zwar kein älterer 870, wir haben hier den 69. Auf Frau, auf Bandlaufwerk, hier Raupenketten, wie auch immer. Ne, muss ja alles rumkippen. Das macht ja gar keinen Sinn. Der kippt doch nicht, der kann doch nicht in die andere Richtung kippen. Und wenn ich das hier so weit verstellen kann,
kann ich ja trotzdem nicht so rumkippen. Ich kann ja nur so fahren und dann würde ich ja trotzdem hinterherfahren. Das macht ja keinen Sinn. Da habe ich wieder hervorragend nicht nachgedacht. Nehmen wir doch nur den kleinen roten. Dann müsste ich ja wieder normal hinterherfahren. Und das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja rückwärts hinterherfahren. So, stechen wir kurz hier ins Feld rein, damit wir einen Kursplay kalkulieren können. Ich lasse es auch neu berechnen, ne? Ja, Feldarbeit ist drin. 24,44 ist das Ganze. Wir machen. Doch, hier, das ist ja richtig. Soll ich mit Lands arbeiten eigentlich? Kommt ja nachher mehr, ne? Vielleicht aber mit größeren Lands. Vorgewende mache ich 4. Im Uhrzeigersinn, alles schick, scharf, passt auch schon. 9 Meter ist gut. Ah, ja, passt schon. Mache ich aber größere Lands, 8er Lands mache ich. Ein Hakenlift wäre das Mittel der Wahl, okay. Eine Stunde geht der Stream noch, genau. So lange werden wir jetzt Mais häckseln. Diesmal aber nur alleine, das letzte Mal im Community-Projekt, ne? Mit bis zu 16 Leuten. 00... 24. Falls wir doch nochmal einen zweiten Häcksler mit dazu holen, weil wir nachher merken, okay, das ist ein bisschen viel. Aber den kann man nicht durchgucken. Eigentlich brauche ich einen richtigen Silage-Anhänger. Die Bergmann sind halt auch echt groß. Ach, ich mach das mit dem. Ich mache mich mit dem zum Affen, okay? Extra Pferd ist schon mal gut. Aber ich habe leider, wie gesagt, keinen passenden Anhänger. Ich habe dafür jetzt auch keinen Mod oder so, um das so zu steuern. Das wird nix. Da muss ich mir vorstellen, was die Leute da reißen, ne? Wenn man so die ganze Zeit rückwärts fährt. Weil die sehen ja in Wirklichkeit auch nicht mehr, ne? Und sollten nicht den ganzen Mais platt fahren. Vielleicht können die ein bisschen mehr sehen, dadurch, dass sie es hochkippen, weil sie unten durch den Hänger durchgucken können, weil sie also da unten schon gucken können. Hat einfach den Vorteil, ne, so wie man im Video sieht, so geht eigentlich mehr Mais in Anhänger rein. Ist für den Häckslerfahrer vielleicht ein bisschen leichter. Vielleicht kann der auch gar nicht mehr so weit spritzen, der alte Häcksler, ne? Jetzt muss ich natürlich noch gucken, welche Geschwindigkeit wir fahren müssen. Ich weiß gar nicht, wie schnell fährt der Häcksler. Für der 15. Hier hat man keinen störenden Trecker im Weg, ne? Na gut, da haut mir der andere. Ich habe jetzt nur auf die Geschwindigkeit geachtet. Ich glaube so, die Rückspiegel helfen nur bedingt. Zur Not schieben wir den Häcksler weg, wa? Deswegen, man sieht in dem Video auch, dass der Häckslerfahrer, glaube ich, hinten so einen Schutzreifen dran hat. Falls sie mal ein bisschen zu nahe kommen, dass sie nicht gleich den ganzen Häcksler verbeulen, sondern dann eben. Achso. Ich dachte, der macht hier Wendemanöver, aber der fährt direkt. Muss man mal gemacht haben, wer alles, ne? Kann man gar nicht sagen, Leute. Nur von der Geschwindigkeitsabschätzung habe ich noch Probleme. Der zieht auch hier rum, okay? Ich glaube, da komme ich so nicht mehr rum. Ne, gleich hänge ich wahrscheinlich eher am Baum, als dass ich da rumkomme. Das
echt schwer einzuschätzen, sage ich euch. Also, wenn ihr nochmal anspruchsvolles LS spielen wollt, versucht das mal selber. Und dann stellt euch das vor mit echten Maschinen. Alle Achtung, also Respekt denen, die das können, die das so hinkriegen. Man sieht es ja im Video echt sehr gut, die können das echt richtig gut. Das ist auch nicht, nicht die erste Ernte wahrscheinlich, die sie da so fahren. Kann man auch Rückwärtstempomat einstellen. Aber die keine Sorge, das machen die nicht das ganze Feld. Machen die in der Regel auch nur beim Vorgewende, ne? Einige, die jetzt erst reinschalten, fragen sich auch, was macht der denn da? So, Anhänger voll. Das ist das Praktische. Die können direkt rausfahren, ne? Hat auch Vorteile. Der letzte Mais ist bereits geerntet. Da ist er Glück. Da ist ein Glück. Jetzt müssen wir hier natürlich nochmal die Einstellung schon mal richtig einstellen. Die Einstellung schon mal richtig einstellen. Das ist auch cool. Wie machen wir das denn? Feld 44 oder Feld... Wo habe ich noch die Einfahrt hier vorne gemacht? Hier, ne? Oder da? Feld 44. Dann müsste der auch auf Feld 44 stehen. Und bei dem, wie heißt denn das Silo da überhaupt? Das sind diese ganzen kleinen Kurse hier. BGA, neuer Hof, Silo klein. Einmal einstellen, das muss jetzt am BGA, neuer Hof, Silo klein. Du kannst bei der 1 anfangen. Denn noch in der Abladung brauchen wir noch die Rotierung, ne? Beim Abladen. Jo, anwenden und ich glaube, dann ist alles schick. Sofern wir jetzt hier noch auf Feld 44 einstellen. Danke. Danke, danke, Markus. Gibt ja Trecker, die man drehen kann. Ja, die sind aber preislich in einem anderen Niveau, ne? Und werden auch zum Mais abfahren in der Regel nicht genutzt. So, jetzt machen wir das nochmal so. Weil man sieht ja auch im Video, der eine hat tatsächlich direkt vorne, hat er seinen Anhänger hochgekippt und dann ist er das ganze Feld. Und auch wirklich, der ist ja noch, da musste er sogar ein blöden Haus noch ausweichen, was so halb im Feld drin steht. Das mache ich jetzt aber lieber in der Außenansicht. Weil so viel Zeit, ne? Ich habe jetzt nicht eine halbe Stunde Zeit. Total, nein, ne, ist jetzt nicht komplett sinnbefreit, ist einfach nochmal ein bisschen was anderes machen im LS. Wenn es blöd läuft, ist der andere Abfahrer vor mir da, ne? Eigentlich hier echt blöd in der Kurve. Kann sein, dass weil der Anhänger mitlenkt, das hat der andere nicht gemacht. Würde doch aber eigentlich zum Vorteil sein, oder? Das hängt aber ein bisschen mit daran, dass es eine andere Größe ist hier. Jetzt sind wir hier nochmal wieder gerade, dann haben wir es auch gleich. Das ist immer so, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, einfach mal was anderes machen. Hier schön rückwärts. Kommen wir wieder ran an den Häcksler. Ich kriege hier Tee-Nachschub. Danke. So, jetzt sind wir angekommen. Häcksler schmeißt die Motoren an. Jetzt müssen wir echt nur noch mal wirklich darauf achten, wie schnell kann ich 15 fahren, kann ich 10 fahren.
Aber mit 10 sind wir gut. Hier sehen wir jetzt auch schon ein bisschen besser, wie der Anhänger sich füllt. Aber ich eier ganz schön, ne? Ja, neuer Tee. Prost, Prost. Heiß. Heute mal ein bisschen mehr Tee als Kaffee. Ich glaube, gut. Haben wir natürlich auch das Glück, dass wir auf der langen Gerade sind. Ein bisschen weg vom Mais, sonst fahre ich den gleich platt. Ja, wir machen das gleich wieder ordentlich, ne? Also keine Sorge. Das ist nur mal so eine kleine zusätzliche Werbung für mein Drohnenvideo von den Häcksler Rückwärtsfahrern. Los, Häcksler. Schon wieder zu weit weg, ne? Schaffen wir die Ecke noch? Habe ich also doch auf rund eingestellt. Und einen kleinen Schwung noch. Danke. So, müssen wir mit dem leider auch nochmal wieder alles einstellen. Also erstes ist Drescher abfahren. Wir sind auf Feld 44. Mehr oder weniger. Und das Ganze wird abgegeben. Neuer Hof, Silo Klein. Ablader 1. Die Rapper wechseln ja eh reit durch, ne? Ich glaube, da kommt gerade der Abfahrer, der den Häcksler jetzt hier abfahren will. Und auf Rotierung, genau. Nur entladen. Richtig. Nicht genau, wo der jetzt richtig hin will, da. Auch hier fällt 44. Danke, danke. Sah auch echt besser aus als gedacht. Und man kann sich natürlich schon vor den Vorteil vorstellen, ne? Für den Häcksler-Fahrer deutlich, deutlich einfacher. Für die Abfahrer ein bisschen anspruchsvoller. Und die Träger bleiben sauberer. Also sonst kriegt er, ne, in diesem Fahrmod kriegt der Träger in der Regel immer eine ordentliche Dusche ab. Ich will mal kurz die Geschwindigkeit rausfinden. Und 10 sind wir noch ein zu schnell, also fährt 9, ne? Ich glaube, das hatten wir doch auch. Der Krone fährt 10 und die Klaas fahren irgendwie 9. So kann man es natürlich auch machen. Aber ist ja auch langweilig, ne? Moin moin. Frage, der Füllstand der BGA am Ende des Videos ist der von 2020.
Ja. Das ist die große BGA, meinst du, im Outro? Muss ja auch erstmal schnallen, ja. Genau. Ich hatte ja schon mal ein Video gezeigt, wie es jetzt aussieht, und es wird auch noch ein Video wieder geben. Weil ich muss gestehen, das ist, glaube ich, das beliebteste Video bei euch. Das mit der riesen Biogasanlage. Das haben, glaube ich, bald 50.000 Leute gesehen. Das ist echt wahnsinnig viel. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich war jetzt ja irgendwie im Anfang September einmal da und habe jetzt so den Restfüllstand, glaube ich, so ein bisschen aufgenommen. Und ich werde jetzt nochmal sehen, dass ich vielleicht dann auch in den nächsten Tagen nochmal dahin komme. Und dann nochmal ein bisschen gucke, ob die da jetzt noch, wie weit die sind. Das jetzt halb voll ist, schon wieder ganz voll, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dafür auch noch eine Info. Kleines Video nochmal wieder. Ich trinke schwarzen Tee. Schwarzen Tee, Spritzer Zitrone und einen kleinen Schuss Milch, wie die Engländer, ne? Also wirklich nur so ein für die Optik. Kein Kamille, kein Früchte oder sowas Exotisches. Ja, wie ich schon sagte, also diese Einzugsbereiche, ich finde, also bei dem Klaas Orbis Schneidwerk, das sieht schon ziemlich elegant aus, wie die Maispflanzen da alle so richtig schön reingezogen werden. Ich finde das John Deere Schneidwerk, also wenn ihr euch die Drohnenvideos anguckt und da auch ein bisschen, ne, reinschauen wollt oder Detailwert, keine Ahnung, drauflegen wollt, ich finde das John Deere Schneidwerk macht da ein bisschen Chaos mehr beim Einzug der Pflanzen. Kann natürlich auch mal so eine Momentaufnahme gewesen sein oder es ist halt vielleicht tatsächlich so, ich weiß es nicht. Trotzdem kommt es im Häcksler an und wird klein gehäckselt, ne? Und bei diesen roten, bei den Camper-Dinger habe ich bisher noch nicht so richtig drauf geachtet, ehrlich, auch selber nicht. Mir ist nur letztens aufgefallen, weil ich beide Videos, gestern Abend habe ich es geschnitten, einmal das John Deere noch mit 8600i und einmal hier so ein Klaas Jaguar 69. Und da fiel mir das auf, da ich in beiden eine gute Szene von oben habe, dass die irgendwie unterschiedlich einziehen, die Schneidwerke. Dass die Maispflanzen dann nicht gleichmäßig durchgehen. So, dann wollen wir hier nochmal schnell mal schauen, dass wir es richtig einstellen. Hier ein neuer Hof, Silo klein, Ablader 1, ja, du kannst auch da 4 meinetwegen anfangen, ein bisschen Abstand. Und gehst noch auf Entladerotierung. Hier im Gegensatz kann er nicht fahren, ne? Weil dann muss er hier jetzt raus und dann wieder oben rum rein. So, was mit ihm da vorne? Ist er voll oder will er nicht mehr? Was ist da los? Für diese Vorgewände, da brauchen die auch echt eine Connection, ne? Also das ist ein bisschen nicht ganz so gut. Aber das Ziel ist ja schon, dass wir 2 Häckslerketten laufen haben in den nächsten Tagen. Also bis Donnerstag im Livestream sollten wir das ja vielleicht irgendwie hinkriegen. Obwohl vielleicht auch nicht, weil die ganzen Folgen jetzt aus dem Super Sunday wird ja dann den Häcksler, den müssen wir auch rausnehmen. Wenn ja die Montag- und Dienstagsfolgen sein. Pause. Da sieht man, wie lange er braucht, um rumzukommen. Ich glaube, der Abfahrer hat ihn auch noch mal so ein bisschen zur Seite geditscht. Deswegen wollte ich ja Vorgewände auch eben gerne selber machen. Und hier nutzt Camper. Achso, aber nicht. Achso, sieht nur den. Das gibt es aber dann auch in normaler John Deere Optik. Weil das ist, oder wie? Weil sonst sieht man ja auch die Krone häufig mit dem Camper. Weil sind die Krone-Schneidwerke. Da habe ich jetzt auch nicht so drauf geachtet. Ich habe ja doch auch schon einen
Krone-Häcksler, der hatte glaube ich auch ein Krone-Schneidwerk drauf, oder? Dran. Ja, schiebt ein bisschen, ne? So, dann wird das. Können wir den ja fahren lassen, können wir schnell mal selber weiter einstellen. BGA, neuer Hof. Kleines Silo. 3. Eine Entladung. Ja, ist auf jeden Fall schon was angekommen. Ja, moin. Ja, die Abfahrflotte ist ganz schön case-lastig hier. Bei der anderen wären wir Bergmann Deutz. Mal schauen, der JCB. Da vorne will ich nicht abladen, was ist mit dem los? Moin 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 moin, danke fürs Reinschalten. Oh, genau, einmal hoch den Deich, runter den Deich. Und voll. Also mit dem hier vorne, warum fährt er nicht los? So, also fast, ne, praktisch eingestellt. Abladen kann er ja von alleine. Neuer Hof, viele kleine Ablader 1. Eigentlich ist es drin. Warum er das nicht möchte, weiß ich nicht. Ja, da können wir jetzt nochmal diese andere Abfahrt machen. So richtig rum eben, ne? Lasse das Feld, er ist schon verlassen. Ja, eigentlich ist es richtig. Irgendwie sehe ich das jetzt nicht. Warum macht das nur so wenig Bewegung? Muss ich denn jetzt hier tausendmal umklicken? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Also kann man es bei dem ja auch machen, ne? So ist nämlich eigentlich das Prinzip, nur dass man die Anhänger, dass sie dann rückwärts fahren, ne? Das wollte ich ja eigentlich, aber okay. Hat doch auch was.
Geht auch nicht viel vorbei. Ganz schön mühsam, wenn man das alles alleine macht, das stimmt. Aber ich hoffe, dass ich bald also zwei funktionierende Häckslerketten hier habe, spätestens wenn wir das ganze Vorgewende fertig haben. Ich lasse das jetzt mal hier, bei dem anderen würde ich es nicht mit Lance machen, nicht, dass das nachher wieder Probleme gibt beim Abfahren. Hier schneidet der Mais, hat das Schneidwerk nicht gegriffen oder was? Ich glaube, das Schneidwerk greift hier nicht, weil es teilweise zu hoch ist dann. Durch Unebenheiten. Alter Kollege, hör auf, dich hier so unbeliebt zu machen. Ich bin doch gleich voll. Statt noch ein paar Sekunden zu warten, ich bin stärker. Muss nur halt mehr gegenlenken. Oh, ich kann sogar da drüben reinkippen. Kann ich den Anhänger wieder voll machen? Das wäre es ja auch. Ich glaube, da hätte ich mit Schwung hoch müssen. Da tut sich nichts. Wir hätten auch durchfahren können. Oder ich hätte doch rückwärts komplett fahren müssen. Geht auch. Ja, ein bisschen Schwung. Denn nicht. Fahren wir hier rum. Aber lohnt sich, kommt ordentlich was rum wieder in Häckselgut. Ne, für die erste Vorgewendereihe. Ich denke auch mit 4 Abfahren ist er eigentlich ganz gut bedient. Sind jetzt alle keine Riesenanhänger, aber trotzdem. Guck mal, so viel ist bisher hier drin. 244.000. Dann sind wir gleich bei 300.000. Da drin noch eine extra Runde. Er ist aber leer unterwegs wieder zu Feld 44 Abfahrer. Ach, der Feld 44 Abfahrer ist ja auch der hier oben. Ich dachte eigentlich, wir nehmen F44 neuer Hof, gibt es ja auch. Müsste ich aber natürlich bei allen das einstellen. Brauchst nicht warten, ich mach mal selber noch. Ist halt alles ein bisschen langsamer, ne? Aber wenn das nachher auch nicht läuft, dann passt das schon. Reicht. Reicht.
Haben wir dann schon mal eine vorgewandte Reihe fertig. So, er will ja hier auch noch so ein kleines Stück fahren, ne? Natürlich der Cosplay-Kalkulation hier geschuldet. Dann machen wir nicht schon wieder sowas, weil ich wieder eingreife, ne? Man wird auch schon nervös. Lassen wir lieber erstmal wegfahren. Ja, aber die nächste Häckslerflotte. Nur mal schon mal so um zu überlegen. Hab's zwar noch nicht. Ich traue denen noch nicht so ganz hier, dass sie das jetzt richtig hinkriegen. Aber der muss da erstmal wegfahren. Und wenn er dann weggefahren ist, dann ist er aus dem Weg. Und dann ist er auch gut. Da eben auf dem Zaun. Ja, Community Meisterhexe macht halt schon extrem Spaß mit drei Häcksler-EW-Fahrer und irgendwie, weiß ich nicht, 10 Abfahrern. Übernehmen den doch. Wir bleiben wahrscheinlich sowieso an der nächsten Ecke hier hängen. Ihr könnt ja mal einen Chat reinschreiben, was würdet ihr am liebsten sehen. Wir haben noch zur Auswahl, die ja bisher nicht so häufig genutzt sind, ne? New Holland. Leider haben wir. Ich glaube, wir nehmen New Holland, ne? Wir haben natürlich wie immer den Krone. Leitwerk, keine Ahnung, was rumliegt. Schon dir, ne? Oder ist das? Ich glaub schon. Oder den großen 9000er John Deere. Was würdet ihr am liebsten sehen? Krone, John Deere oder New Holland? So, einmal New Holland, einmal Krone. Warte noch paar, ne? Vielleicht sind ein paar Leute noch bei, die noch schreiben können. Mahlzeit, moin moin, danke fürs Reinschalten. Zwei Punkte für Krone. 1180, was auch immer. Deutz, ja, okay, warte, ich muss los. So, New Holland geht in Führung. New Holland in Führung, New Holland. John Deere, wenig tatsächlich. Krone, New Holland. Sieht mir nach New Holland aus. Das ist ein New Holland Schneidwerk, ne? Das sieht eigentlich genauso aus. Ich glaube, die meisten sind... es ist fast ausgeglichen. Mal kurz gucken. Sehe ich irgendwie, dass es ein... Also farblich ist es der, ne? Oder haben wir dafür gar keinen? Doch, passt. Den Schutz lassen wir mal hier. Auch kein Schutz. Also, danke fürs Schreiben, die Leute. Wir machen das ganz einfach. Wir fangen mal mit New Holland an. Aber wir haben ja insgesamt, werden wir wahrscheinlich zeitlich vorausgesetzt, wir schaffen das Feld. 24-44 läuft jetzt. Wir fangen auf 41 an mit dem New Holland, werden aber da bestimmt noch oder irgendwie später auf 42, 43 oder auf 45 auch noch den Krone und auch vielleicht noch den John Deere sehen. Praktisch ein Feld pro Markenhäcksler.
Könnte man machen. Auch beim Ankoppeln stand das auch, danke. Ja, es ist, man sieht es auch, das ist farblich schick. Ja, da werden wir uns noch eine, schauen wir uns heute noch. Da werden wir uns gleich noch die Abfahrflotte für fertig basteln. Alles einstellen, wo sie hin sollen und abkippen und so, das schaffen wir nicht. Die Bergmann-Abfahrt mit den Deutz jeweils, glaube ich, ganz schick. Dann haben wir den JCB, dann würde ich auch den LKW, glaube ich, mit reinnehmen. Dann haben wir schon mal vier. Vor allem auch mit Kapazität und mit Geschwindigkeit. Ja, ne? Upp. Ich glaube, das andere würde jetzt zu viel Chaos bringen. Also wenn ich jetzt einen zweiten Häcksler aufs gleiche Feld mit dem gleichen Abfahrstandort bringe, dann wird sich Courseplay Autodrive regelmäßig über den Haufen werfen. Und das geht nicht. Die Ernte muss einigermaßen gut laufen, weil alleine für die Feldgröße bei unserer Anzahl an Häcksler brauchen wir einige Stunden, um das zu ernten. Jo, könnt ihr ja schönes Wetter draußen. Soll es noch mal warm sein teilweise. Ne? Also bei uns ist es sonnig, das sehe ich. Aber ich glaube, so richtig knacken warm ist bei uns nicht. Nee. Dann genießt das Wetter, solange es noch so ist. Ich könnte auch hier vorne ins Feld rein, aber ich denke, da wir die Abfahrer auch auf Feld 41 einsetzen. Ich hoffe, der kann auch häckseln, ne? Nicht, dass es jetzt so ein nicht funktioniert. Noch meine Mucke ist leer. Playlist ist alle. Also kalt war es bei uns auch, Frost glaube ich gab es einfach aus dem Grund noch nicht, weil wir natürlich mit Nord- und Ostsee in der Mitte, also wir in der Mitte und Nord- und Ostsee außen, nicht so kalt ist. Geht auch gut weg. Wollte ich nur wissen. Gut, geht auch. Also, liebe Leute, wir brauchen die zweite Maisflotte. Dafür müssen wir erstmal Deutz sauber machen, reparieren, tanken, Ballenpresse wegfahren. Ja, deswegen anfangen werden wir damit nicht mehr, wir sammeln alles, bringen das dahin und dann sind wir wahrscheinlich schon am Ende. Also wie ich jetzt geparkt habe, kriege ich auf jeden Fall nicht die ganzen nebeneinander. Wenn er gleich wieder dreckig wird, zumindest zum Beginn der Maishexe-Saison einmal sauber.
Radgewicht hat er drauf. Nicht ganz unwichtig. So, freie Wahl, ne? Ist auch schön, wenn man so eine Halle hat hier. Und natürlich auch noch die großen Glasabfahreranhänger mit reinnehmen, die Dreiachser. Quatsch. So, schauen wir es mal einstellen. Die Genau, Silo 2 ist es, ne? Ne, das ist Silo 1. Wege an Nord, Silo 1. Wege an Nord, Silo 1, Ablader 1. Nein, stopp, da ist kein Weg. Mit dem können wir ja auch nochmal dieses Rückwärtsfahren machen, obwohl dann würde ich eigentlich eher den anderen Träger zuerst schicken. Ich glaube, das war der mit mehr Sound, oder? Das ist der mit kräftigem Sound. Der soll ein Frontgewicht mit dran und Radgewichte. Hier auch noch einen kleinen Schluck Sprit. Aber der Träger, ja, ne? Ballenpresse ist egal. Gut, dass wir den ganzen Teil des Streams, also den ganzen zweiten Teil jetzt praktisch des Streams, auch ohne irgendwelche komischen Absturzprobleme oder so durchgekommen sind. Ich sage nichts, ich speichere lieber erstmal. Rum. Dann haben wir vier Abfahrer für den. Ich glaube, einen fünften, obwohl. Ich glaube, bei dem kann es die Kapazität ausmachen, ne? Dass wir wirklich nur so dreimal große Kapazität haben. LKW mit Anhänger, zweimal Bergmann-Anhänger und von der Geschwindigkeit alle mindestens 60 fahren. JCB ja auch 70, LKW knapp 100 oder so. Ansonsten geht man damit erstmal ins Rennen und wir haben immer die Möglichkeit noch zu verbessern, die Abfahrflotte.
41. Und dann war es BGA Nord Silos Silo 1. Und beim Entladen rotieren, das ist richtig. Knapp vorbeigeklickt. Erstmal in die Richtung schicken und der LKW, der steht hier noch mit Mische. Verkaufen wir einfach unterwegs an der Reifeisen. ...72.000 Kapazität. Der hat ein bisschen wenig im Tank, ne? Aber da der mit Autodrive überwiegend nachher fahren wird, wird das merken und fährt dann eigentlich selber tanken. Oder will tanken fahren, kann dann aber nicht tanken fahren, weil dein LKW vorsteht, ne? Das kann auch passieren. Naja, so ist das. Trotzdem finde ich aber ganz gut was geschafft heute. Winkel ist geerntet, alle Strohballen sind, glaube ich, weggesammelt. Oder sind halt schön platziert am Feldrand. Was auch weggesammelt ist, ne? Muss man nur noch abholen und dann irgendwo verkaufen, hinfahren, was auch immer. Können wir vorstellen, was eine ziemlich weite Strecke ist, dass es nicht ganz reicht, ne? Mit 4 Abfahrern. Je nachdem, wenn auch nachher oben rechts ist beim Häckseln, ne? Und dann da. Das wird wahrscheinlich nichts. So, bei dem muss ich noch die Einstellung checken, von wegen rotierende Entladung. Der hat nichts geschafft, oder was? Was ist hier denn passiert? Er hat aber schlecht gearbeitet. Wegen Vorgewende eben, ne? Vorgewende ist das Problem. Da gerne immer selber machen, weil ja die Autodrive-Kurse in der Regel durch, also ums Vorgewende herumführen. Weil abends schon wieder Stream tatsächlich, aber für die Fußballbegeisterten nur, ne? We are Football. Wir versuchen natürlich heute die Klasse zu halten. Das sollte klappen. Wir haben, glaube ich, noch so 7-8 Spiele, wenn ich mich richtig entsinne, in der aktuellen Liga. Dann ist Saisonabschluss. Dann hoffen wir, dass wir ordentlich, ne, dass ordentlich Geld in die Kassen kommt. Das müssen wir nochmal nacharbeiten hier. Das gefällt mir nicht. Oder alles unauffällig plattfahren. Moin, 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 moin. Oh moin. Auch schön, ne? Bei dem kann ich noch mal kurz gucken, was er da für eine Einstellung drin hat. Abstand Häcksler 1,50. Und moin moin, danke auch fürs Reinschalten.
Eigentlich kriegen wir das ja hin, ne? Sonst lass den einfach schon mal abschicken, damit er hier nicht die Reihe komplett durcheinander bringt. Und hier kommen sie gerade von allen Seiten gesammelt. Auch schön. Dann schmeiße ich noch mal Mode an und den Häcksler. Hallo. Also Kurs generieren auf Feld 41 rundherum. Wir machen 4 Vorgewände ruhig, scharf. Ich lasse es hier aber mit diesem Lance, weil ich nicht genau weiß, wie gut das auf dem anderen läuft. Generiere Kurse. Und speicher unter F. Ach nee, Quatsch. 00. 41. Ein Feld 40 mit Mist bestreut. Viel Spaß. Also eine Hauptsache Punkte, ja okay. So kann man es natürlich auch sehen. Ja, der Ertrag hier ist nicht gut. Was ist hier passiert? Wildschaden? Vielleicht Unfallschaden? Ich bin ins Feld reingecrashed. Ja, aber tatsächlich, irgendwie sehe ich es jetzt hier im Moment, ne? 15 Uhr, liebe Leute. Hier hängen noch eine Wachstumsstufe weiter zurück, meinst du? Das weiß ich nicht. Möglich ist es, aber keine Ahnung. Wildschweine. Oder Windschweine? Was sind denn die Windschweine? Die Wilden. Danke auch für den Follow, moin moin. Zumindest hier die nächste Feldeinfahrt noch frei häckseln, ne? Dann können wir froh sein, dass wir nur orangen Ertrag haben, weil das Feld ja auch das letzte Ecke ist hier. Kann ich wirklich sehen, wie viel er hat. %90. Dann lassen wir das hier. Ich würde sagen. Na, jetzt kommt er doch noch. Jetzt fällt er doch ab, wa?
Dann fahr doch zur BGA schon mal. Unauffällig durch den Mais. So, liebe Leute, wie sieht's hier aus? Letzter Blick. Immerhin. Da kann man sich vorstellen, dass es unterschiedlichen Reifestatus ist. Warum sollen diese einzelnen kleinen Stücke irgendwie, ich glaube eher, weiß ich nicht. Komisch ist das. Jo, Leute, ich würde sagen, das war's. Danke euch fürs Zuschauen hier natürlich wieder zum LS19 Livestream. Auch mit einem kleinen Problem, aber trotzdem läuft es jetzt. Hier kommt Gangsters rein. Wir müssen natürlich dann in den Folgen, wird alles wieder, wieder neu gestartet. Aber das läuft schon. Hier steht echt noch viel. Aber warum so, ne? Hier so 5 Reihen. Das müssen wir nochmal checken. Warum der Hexer das auslässt. Ja, also von daher heute Abend noch wieder für die Fußballbegeisterten. Wenn ihr Bock habt, natürlich We Are Football, Fußballmanager, ne? Also von daher, ich danke euch fürs Zuschauen. Vielleicht bis heute Abend. Schönen Sonntag euch noch für den Rest und irgendwie LS-mäßig bis zu den nächsten Tagen. Ne? Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss, tschüss.